So Leute, es ist an der Zeit, sich den Gargoyles zu stellen. Puh. Ja, so, raufklettern. Na dann. Oh, 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 oh. Okay. Shit. Okay, was steht hier? Blitz. Gut, dass ich kein Zauberer bin, ja. Gut, dass ich meinte gut, wie gut, dass ich ein Zauberer bin, ja, ne? Okay, Bro. Let's do this. Oh shit. Okay. Oh fuck. Ouch. Was ist das für eine Range? Was ist das für eine Range? Alter Schwede. Okay. Ja. Wie viel Seelen haben wir verloren? Ich glaube, das waren 2600 oder sowas. Oder 2500. Ich glaube, es waren 2600. Und dreimal Humanity. Moment. Wir haben jetzt ja... Okay, kleine Scherbe. Ja, was brauche ich nochmal um... Fuck, ich hab's vergessen, was ich nochmal brauche, um auf plus 6 zu kommen. Ich meine, da steht ja selbst dran, auf plus 5. Weiter kommen wir nicht. Oder? Man könnte mal probieren. Wenn nicht, werde ich das in der nächsten Session dann machen. Ich werde die Session hier erst beenden, wenn wir die Gargoyles besiegt haben. So. Rüstung, Quatsch, Waffe verstärken. Richtig, geht nicht. Moment, was brauchen wir? Was brauchen wir? Das steht ja da. Oh, puh. Okay. Das steht eben nicht da. Wir brauchen erst den Gegenstand. Was auch immer das nochmal war. Damit das erst wieder angezeigt wird, glaube ich. Naja, werde ich nachher mal meinen Bruder fragen. Und dann, ja, kann's bei der nächsten Session damit weitergehen. Was steht hier? Viel Erfolg! Bewertungen 32, okay. Wie kann man das bitte bewerten? Würde mich mal interessieren. Also wirklich, die Range von den fucking Gargoyles, das ist ja ultra. Wow. Also, ich sag dauernd Gargoyles, weil da eigentlich noch einer dazukommt. Der auch noch Feuer spuckt, ja. Ach komm, wirklich. Immerhin müssen wir jetzt nicht die ganzen Bosse hier erledigen. Bosse, was glaube ich hier? Die ganzen schwarzen Ritter. Also den hier. Dafür müssen wir den da oben erledigen. Hallo? Komm mal schön her. Fuck! Egal. Oh shit. Das war aber nicht geplant. So. Genau, und über diesen Aufzug, wenn wir gerade schon davor stehen. Nein, fuck, da bin ich nicht rein. Darüber kommen wir nämlich zum ersten Bonfire in Lordran. In Lordran. Genau. Und da müssen wir nachher auch... Nee, vergesst. Da müssen wir, glaube ich... Lasst uns erstmal die Gargoyles erledigen, bevor ich hier irgendwas sag, was nicht stimmt. Ach komm, wirklich? Ihr gebt mir auf den Piss.
Und echt so viele von euch, ey, das ist unglaublich. Aber wenn das hier so weitergeht mit dem Spieltempo, dann werde ich damit schon früher anfangen können. Also mit dem Let's Play an sich. Mit dem Hochladen des Let's Plays. Weil ich jetzt locker schon um die 20 Parts oder so habe. Also, gut. Kommt drauf an, wie ich schneide. Wahrscheinlich werde ich nur so um die 10, 15 Parts haben. Na, oder... Na, mal schauen. Und jetzt heißt es, wir müssen nah am Gargoyle dranbleiben. Der ist jetzt nämlich schon draußen. Die Katze kommt nicht mehr. Und das sind die Seelen. Oh shit. Oh yeah, einfach dreimal ausweichen. Und oh fuck. Autsch. Nein. Oh wow. Und da kommt der andere, na toll. War auf jeden Fall knapp dran. Mist, egal. Unsere Seelen sind jetzt hier vorne. Scheiße, das war schon extrem knapp. Na gut, wir müssen den ersten auf jeden Fall erledigen, bevor der zweite kommt. Sonst wird das zu viel, ja. Gut. Gut, ich werde es jetzt noch einmal probieren. Ich meine, wir haben den Hexer erledigt, so ein kleiner Zwischenboss. Ist ja schon mal ganz gut. Oder war es ein richtiger Boss? Ich weiß gerade gar nicht, ob da der Name drunter stand. Darauf habe ich jetzt gerade nicht geachtet. Auf jeden Fall, ach komm, leck mich. Hallo? Hallo? Hakt's bei dir? So. Auf jeden Fall erreichen wir das Goal dann einfach beim nächsten, bei der nächsten Session. Die wird nämlich direkt morgen sein, weil das Spiel gerade übelst bockt, wirklich. Und Dark Souls ist einfach so ein Spiel, das kannst du nicht mal kurz spielen, ja? Na komm. Puh! Nope! Ja, richtig, das kannst du nicht einfach kurz spielen. Wenn du das einmal anfängst, dann, ja, spielst du halt eine Stunde oder zwei. Ach, Mist, ey. Die nerven einfach nur übel. So, nur noch. Juhu. So, 4 Estusflaggen haben wir noch. Ich werde auch mal schauen, dass ich im Laufe des Displays, im Laufe des Displays, also das werden wir natürlich machen, das Leben. Okay, das Leben hier erweitern. Und ja, der Turm bei den Gargoyles ist der, bei der die erste Glocke geläutet werden muss. Just saying. Na dann! Autsch! Böse. Ah, fuck.
Okay, zu viel, zu viel. Dammit! Oh, wirklich. So ein Scheiß. Eigentlich muss ich ja den, die beiden Gargoyles beat, ne? Weil die Seelen dadurch ja sonst verloren gehen. Das sind immerhin 4000 Seelen und 3, Humanity oder wofür die 3 auch immer steht. Ich weiß es doch immer nicht, weil ich meine, in unseren Gegenständen ist ja irgendwie, ja, 6-mal Humanity. Obwohl, die werde ich jetzt direkt mal einsetzen, ja. Holy crap. Okay. So, Menschlichkeit benutzen. Episch. Und ich glaube, entfachen. Nee. Doch. Hä? Entfachen? Natürlich. Moment, hä, wie funktioniert das jetzt? Erhalte einen Menschlichkeitspunkt und regeneriere Trefferpunkte. Hä? Okay. Was so? Okay, klar, Glocke läutet, warum auch immer. Ich glaube, ich muss da auch nochmal nachfragen. Ich verstehe es jetzt noch nicht ganz. Hä? Normalerweise müsste es eigentlich so gehen, dass ich das dann entfache. Und ich meine, hä? Ah, okay. Whatever. Na komm. Autsch. Fuck. Gut, vielleicht sollte ich doch noch ein bisschen zielen. Dammit. Also, wieder nur 4 erste Flank. Klasse. Ich weiß gerade nicht genau, wo ich das mit dem Feuer einsetzen muss, dass ich 10 bekomme. Muss ich auch nochmal nachfragen, ja. Ja, awesome, wirklich. Ach, draufgeschissen. Kann doch eh nichts. So. Au, fuck. Okay, klar. Warum nicht? Ich sterbe doch nicht gegen den, nicht mal wirklich den schwarzen Ritter hier. What the f... Was war das? What? Fuck off. Ja, Leute, damit sind diese 4000 Seelen verloren. Und, das 4-mal Humanity auch. Wir haben aber trotzdem noch irgendwie 5-mal. I don't fucking know. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, die Gargoyles werden erledigt. So, Leute, Devex hier und willkommen zurück zum Let's Play von Dark Souls. Und Junge, 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 es gibt einiges zum Berichtigen, weil ich es irgendwie immer schaffe, in einer Aufnahmesession irgendwas zu verwechseln. Fangen wir einfach mal an mit Menschlichkeit, okay? So. Ihr seht ja gerade, wir sind in unserer menschlichen Form. Denn ich habe mich jetzt eben nochmal informiert. Und ich habe auch ein paar Tabs offen mit Informationen zu einzelnen Gegenständen. Ja, ich dachte nämlich, dass man die Estus Flanks bekommt, wenn man zum Feuerhüter geht. Und eine Feuerhüterseele abgibt. Denn die ist ja in dem einen Gefängnis, die Feuerhüterin.
beim Firelink Shrine, ja. Und ist eben nicht so, wenn man das macht, also wenn man die Feuerhüterseele der Feuerhüterin gibt, dann wird dadurch die, es wird mehr Leben regeneriert, wenn man dann Essungs-, also die Wirkungskraft wird erhöht, genau, ja. Ja. Und jetzt kommen wir zur Menschlichkeit, so. Ich habe jetzt eben zweimal Menschlichkeit eingesetzt, bin ans Lagerfeuer rangegangen und habe auf Entfachen gedrückt. By the way, wenn ich auf Aushöhlung umkehren gehe, dann, ja, werde ich erst zu diesem Mensch. Ja, zu diesem Mensch. Dann werde ich einfach zur menschlichen Form, ja. Wenn ich dann auf Entfachen gehe, dann bekomme ich diese 10 Estus Flanks. Also quasi das Doppelte von 5 Estus Flanks. Wer hätte das gedacht? Wow. Also im Prinzip bekomme ich dann nur 5 dazu, aber habe im Endeffekt ja dann die 10. Okay. Dann, was hätten wir noch? Moment. Das werde ich einfach mal auf dem Weg zum Firelink-Schwein erklären. Genau. Zum Upgraden von der Handaxt auf plus 10 brauchen wir große Glut, die wir in den Tiefen finden werden. So, und beim ersten Part der zweiten Aufnahmesession habe ich da auch was verwechselt. Das habe ich aber, eigentlich habe ich das alles wieder berichtigt, indem ich einfach irgendwelche Notizen, also irgendwelche Anmerkungen per Sony Vegas eingefügt habe. Aber trotzdem werde ich das nochmal so sagen. Das werde ich euch gleich einfach zeigen. Das ist eine Heidenarbeit, ja. So, wunderbar. Genau. Feuerbandschrein, ja. Feuerlingsschrein halt. So. Und genau über diesen Weg mit den Skeletten, da kommen wir in die Katakomben. Das habe ich am Anfang eigentlich schon richtig gesagt, aber ich meinte eigentlich was anderes. Da kommen wir zu den Katakomben, wo wir ein ziemlich mächtiges Schwert bekommen. Ja, ich glaube, es war ein ziemlich mächtiges Schwert. Das bekommen wir auch nur über einen Trick und das werde ich sowieso nicht holen. Dann die Tür, die wir öffnen können mit dem Schlüssel, den der Ziegendämon droppt. Es sind überall Spieler, ey. Das irritiert irgendwie. Jedenfalls, ja, mit dem Schlüssel öffnen wir die Tür in die Tiefen, in die Untiefen oder in die Tiefen, wie auch immer. Und da bekommen wir dann unsere, hier, die große Glut. Ja, ich hoffe mal, dass ich das nicht alles jetzt zu verwirrend erklärt habe, weil das wäre bei mir nichts Neues. Ja, so, erstes Fangs verstärken. Oh ja, sehr schön. Eigentlich können wir jetzt auch mit dir reden, oder? Na komm. Talk to me. Oder eben auch nicht. Ja, gibt es sonst irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, dann strecken wir jetzt erstmal die Gargoyles nieder. Dürfte jetzt ja mit der erhöhten Auswirkungskraft, der Estus Flanks reichen und jetzt haben wir ja 5 mehr, also von daher. So. Und danach sieht die Vorgehensweise genau so aus, dass wir nach den Gargoyles erstmal den Ziegendämon erledigen werden. Dass wir dadurch dann den Schlüssel bekommen und die große Glut machen, ja, bekommen können. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja. Unglaublich. Na gut. Bezirk der Untoten. Komm mal her. Boah. Der nervige Bauch so langsam. Ach, puh. Ja. Autsch. Puh. Geht doch. So, kleine Scherbe. Nice. Falls wir noch irgendwann eine Waffe aufrüsten werden. Was ich aber eher nicht. Was ich aber eher nicht glaube.
Ich sollte einfach durchrennen, ja. So. Oh! Oh, 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 oder auch nicht. Ja, 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 ja. Fuck. Sollte da wohl eher doch nicht durchrennen? Autsch. Wären das nicht so ultra viele? Na komm. Na geht doch. Ich will ja nicht schon irgendwie 4 Estus Flanks auf einmal verbrauchen, also von daher. Huh. Na dann. Gargoyles, wir kommen. Und alter Schwede, blendet das Licht gerade mein Monitor, das gibt's gar nicht. Ich sitze aber auch so falsch, also wirklich mein ganzer Schreibtisch ist so falsch platziert, ist, ja, so falsch, genau, ist so falsch platziert. Das gibt's gar nicht. Ah, so, jetzt können wir jemanden rufen, aber das werde ich nicht machen. Ich will die alleine zwingen, also bitte. Oh shit. Okay, 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 okay. Ja, mal erwischt. Aha. Oh yeah. Autsch. Was war das denn jetzt gerade? Ach so, können wir jetzt, wo der zweite da ist, den Angriffen irgendwie mit dem Schild standhalten oder was? Ah, fuck, Alter, das gibt. Ey, der geht mir gerade so auf und sagt, das gibt gar nicht. Wirklich, ich erledige erst den zweiten, ne, das gibt's ja gar nicht. Oh, dammit. Alter. Und am besten falle ich nicht vom Dach. Shit. Nein!